Hallo ihr Lieben, diesmal habe ich nicht verpasst, dass das Ding nicht mehr ganz neu ist. Es ist ungefähr ein, zwei Wochen neu. Alt, wie auch immer. Und neulich gab es schon eine Pizza, jetzt habe ich die Burger gefunden. Und das ist von Doofgarn, also dieser russisch angehauchten Firma. Ich glaube, Sitz in Deutschland, wie ihr da sehen könnt, Hamburg. Und ihr seht hier schon die Zutat und Nährwert. Das ist ein Burger mit Eis drin. Also ein Eisburger, ein Mini-Kleiner. Und es gibt vier Stück in der Packung. Hallöchen! Da ist er also, der Eisburger. Ich bin jetzt sehr gespannt. Also ich habe, also er sieht schon geil aus. Ich habe so gespaltene Kritik bekommen. Ich habe ihn nicht gemacht. Es soll ja ein Brioche-Bun sein. Und ich meine, es fehlt halt irgendwie so der Burger-Part. Wir haben dieses Plombiereis. Ey, kannst du aufhören? Dieses typische vanillig-sahnige Plombiereis. Und oben drüber den Burger-Bun, der, ich muss sagen, er sieht schon aus wie ein richtiger Burger-Bun. Wir können ja noch mal kurz lesen, was wir eigentlich haben. Und zwar Dessert in Form eines Burgers aus Hefe. Feingebäck, also das ist das Brioche-Bun, das ist halt nur die Verkehrsbezeichnung. 39% mit bunten Keksstreuseln, das sind die, die eben oben diese Burger-Optik machen. 2,7% und dann Eis mit Vanillegeschmack, was eben immer sehr sahnig einfach schmeckt bei Plombier. 28% und dann eine Himbeerzubereitung. Es fehlt irgendwie dieser Burger-Part, da hätte man irgendwie noch was Schokoladiges, finde ich, reinpacken können, einfach für die Optik. Also der meiste Teil macht wirklich dieser Bun aus. Der eben Brioche-Bun, was, ja, Pips Burger quasi. Boah, die Katze geht gerade ab, entschuldigt. Und halt diese ganzen Kekskrümelchen. Wir wiegen das Ganze jetzt nochmal ab. Offiziell soll einer ja 85 Gramm wiegen. Also wirklich nur der Burger selbst sozusagen. 91 Gramm sogar. Ja, also wie gesagt, mir fehlt so ein kleines bisschen der Burger Patty. Soll ich erst das Bun? Ich probiere erst das Bun. Ja. Das ist halt das Problem. Selbst, also wenn ein bisschen Zucker im Gebäck ist, ist es oft so, dass es einfach in gefrorener Form sehr trocken und irgendwie hart schmeckt und auch nach weniger, weil es eben kalt ist. Und es ist wirklich sehr trocken. Ihr könnt es euch so ein bisschen wie Löffelbiskuit fast schon vorstellen. Nicht ganz so crunchy, aber es geht in die Richtung. Geschmacklich ist es jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen. Ich probiere jetzt mal den ganzen Biss, also ich werde jetzt mal komplett reinbeißen. Er ist wirklich schwer zu beißen. Also man hat nicht diesen, dadurch, dass eben gefroren ist, dieses softe Burger-Bun-Ding, dass man das so eindrücken kann. Klar, man könnte das jetzt lange antauen lassen, dann könnte man es auch irgendwann eindrücken, aber dann wäre halt das Eis in der Mitte flüssig. Und deswegen müsste man, das ist halt das Problem bei Burgern, ihr seht, unten geht es schon so ein bisschen los. Man müsste einfach gucken, dass man den Burger-Bun so konzipiert, dass er einfach noch mehr Zucker innen drin hat. Und dadurch auch in gefrorener Form matschiger ist. Also ein normales Bun nehmen dafür, was wir wahrscheinlich gemacht haben, geht eben nicht. Es wäre halt dann noch teurer in der Entwicklung. Dann wäre wahrscheinlich auch das Eis teurer, aber wäre schon besser. Ich muss sagen, die Himbeersoße, die gefällt mir ganz gut. Haben die jetzt so richtige Stückchen drin, also ihr müsst das mögen. Das darf keine Konsistenzfetischisten sein, die da irgendwie keinen Bock drauf haben. Schmeckt mir sehr gut. Hat schon eine sehr künstliche Note. Heißt, glaube ich, auch Soße mit Himbeergeschmack. Aber finde ich persönlich ganz geil. Weiß auch gar nicht, vielleicht erinnert es mich ein bisschen an Mamba. So Kaubonbon-Himbeergeschmack. Das Eis schmeckt dann einfach nur kalt. Und Vanille schmecke ich da jetzt nicht groß raus. Und diese Keksstückchen oben drauf haben jetzt auch nicht sonderlich irgendwie einen extra Geschmack gegeben. So ein bisschen noch Crunch. Aber ja. Also ist schon ganz nice, aber es sieht schöner aus, als es schmeckt. Und ich glaube aber, ich finde die Idee super cool. Ich habe ja selbst auch schon überlegt, mal so Eisburger und Eispizza auch zu machen. Habe ich ja schon in diesem Eispizza-Video von Doofgarn, die haben ja neulich auch zwei verschiedene Eispizzen rausgebracht, gesagt. Und wenn man da noch ein bisschen am Produkt feilt, hallo Doofgarn, ich mache gerne mit, ich helfe euch gerne, meldet euch. Dann, nee, also bin ich echt ernst. Ich habe immer so Bock auf Produktentwicklung. Dann könnte das richtig geil werden. Aber es ist noch nicht ganz zu Ende durchdacht, meiner Meinung nach. Habt ihr das Ding probiert? Würdet ihr es überhaupt probieren? Weil ihr irgendwie sagt, hey, ist irgendwie crazy, verrückt. Ben Jerry's hatte ja mal im Scoop Shop in Berlin so ein Eis
Döner, den sie da gemacht haben. Aber so im Supermarkt ist so Eispizza und Eisburger jetzt schon eine Neuheit von Dovgan. Das allein finde ich cool. Also, schreibt mal drunter, ob ihr es probiert habt, ob ihr es ähnlich seht und ob ihr so einen überarbeiteten dann mal probieren würdet. Aber sieht richtig süß aus. Und die Portion finde ich auch absolut in Ordnung. Also, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das eventuell vor dem Kauf bewahrt hat, falls ihr es überlegt habt und euch nicht so sicher wart. Oder falls ihr es jetzt erst recht kauft, weil ihr sagt, okay, jetzt will ich doch mal selbst probieren. Und man kann es auf jeden Fall noch länger antauen lassen. Sind ja 4 Stück drin, könnte ich echt gleich nochmal probieren. Sorry, mit Glückwunsch, Löfgarnikus, ich wollte ihn nur noch kurz zeigen. Also es ist wirklich selbst jetzt noch sehr hart, das Bun. Und das Eis ist schon komplett am Schmelzen. Und ist schon ein bisschen besser. Aber dann kommt es halt an der Seite so raus. Wenn euch das nicht stört, dann lasst es wirklich so 20 Minuten mindestens antauen. Das ist ein bisschen besser. Also ein bisschen der Kritik nehme ich zurück. Revidiere.